ja gehört aller Teilnehmer und gleichzeitig natürlich auch Stärken und Sichtweisen einzelner deutlich in einer Dimension, die ungewöhnlich ist in den klassischen Kommunikationsformen, die wir oder denen ich täglich so begegne in der Realität. Das wäre vom Einstieg her erstmal so das ganz wirklich Positive für mich in Erinnerung dessen, was ich da erlebt habe, neben all den vielen anderen Themen. Du hast ja das Persönliche angesprochen. Ich glaube, das ist auch mit eins der ersten Sachen, die bei mir hängen geblieben sind. Ich war zwar nicht hier im deutschen Raum, ich war in der User Group London aktiv seit April und hatte dort, während wir bei uns in der Firma mit Netzwerklast und Problemen gekämpft haben und alle immer die Kameras ausgeschaltet haben, habe ich dort erlebt, wie toll das ist, wenn alle die Kameras anhaben, wenn man sich sieht und wenn man dann plötzlich den persönlichen Kontakt nutzen kann. Und das war so diese krassen Gegensätze. Also in der Firma haben immer alle erstmal, oh, die Kamera aus, das Netzwerk, Hilfe. Und dann abends mal so ein Meetup mitgemacht und dieses Erlebnis dann zu sehen, Mensch, das sind Menschen und das macht ja sogar Spaß, ja. So ein Meeting muss ja nicht tröge sein und ich muss auch keine Mails dabei bearbeiten. Das ist mir wirklich im Kopf eingebrannt. Felix, wie geht's dir damit? Ja, was du gerade gesagt hast, fand ich klasse, ne? Dann habe ich mich mal einfach eingeschaltet in einer User Group in London. So hätten wir ja gar nicht gedacht vor Corona. Und ich habe das erst am zweiten Tag von unserem Virtual Immersion Workshop so richtig gemerkt, als ich gesehen habe, zwei, die das mit organisiert hatten, die sind in Amerika gewesen. Für die war das wirklich sehr, sehr früh am Morgen. Und die sind dafür aufgestanden und waren total lebendig und begeistert. Und wir hatten, ich glaube, Teilnehmer aus ganz Europa vertreten, mal eben, was vorher auch so nicht denkbar war, dass man per Knopfdruck jetzt auf einmal ganz Europa vertreten hat, so diverse Perspektiven dann auch mit einbeziehen kann. Und ja, das finde ich, ist ein großer Vorteil von den virtuellen Immersion Workshops, dass sehr viel mehr Leute und sehr viel mehr Kulturen vertreten sind, als wenn man jetzt das in Berlin machen würde oder in Köln oder woanders. Michael, was ist denn die erste Struktur, Tour, die dir in den Kopf kommt? Ja, ne, also der Klassiker, logischerweise erstmal One to for all. Also auch wenn so simpel im Gebrauch für mich das Beispiel, nicht darüber zu erzählen, wie und was Liberating Structure macht, sondern in 12 Minuten mit einer Handvoll Leute zu erleben, was ist jetzt gerade passiert und viel mehr aus dem Erlebten und dem Erfragen des Erlebten zu erzeugen, Interesse zu erzeugen. Mann, irre, irre, zum Beispiel. Felix, dir liegt auch was auf dem Lippen, oder? Ja, bei uns, das war so witzig. Wir haben so lange überlegt, wie wir das technisch umsetzen mit One, Two, For All, sodass wir dann die Zweiergruppen matchen mit 80 Leuten im virtuellen Workshop und dann Henry einfach ganz plump, als wir ihm das irgendwie gesagt haben, ihr macht euch das Leben so schwer, macht einfach One, For All, das reicht. Und wir saßen da, ja, simpel, ganz einfach. Und waren so ein bisschen, ja, erstaunt und schockiert zugleich, wie einfach man die Strukturen auch verändern kann, um sich das Leben im virtuellen Raum leichter zu machen. Ja. Also eine Struktur, die bei mir wirklich tief sitzt, das ist Heard, Seen, Respected. Die haben wir da eben in der User Group London gemacht und das ist so ein Format, wo man dann einfach zu zweit nochmal zusammenkommt und dann auch mal vielleicht ein bisschen tiefer in die Vergangenheit auf was spricht, was man erlebt hat. Und das ist wirklich in meinem Kopf eingebrannt, weil da haben wir dann plötzlich über Erlebnisse gesprochen oder auch Dinge gesprochen, wo ich gesagt habe, das würde ich ja noch nicht mal meinem Kollegen erzählen, aber da war es so, ich kenne die ja nicht, also kann ich auch mal erzählen. Und das war wirklich sehr, sehr intensiv, dieses Format. Und das hätte ich niemals erwartet also persönlich und intensiv. Und das ist das Format, was mir da sofort einfällt, wenn ich an die Strukturen denke. Und das online. Ja,
Sag mal, also ich plädiere total dafür, wirklich erstmal einfache Mikrostrukturen anzuwenden, bevor man da riesen Strings bastelt. Und zum Beispiel Impromptu Network, auch eine super, super Geschichte im Einstieg, um sich ganz einfach kennenzulernen, wo die Teilnehmer so 2 Minuten im Grunde genommen ihre Sicht auf eine Frage, welche Herausforderung bringst du jetzt mit hier ein, beispielsweise, oder wie auch immer, formulieren, dass man sich die Zeit nimmt, wirklich erstmal daran zu gewöhnen, zuzuhören. Und den anderen zu reflektieren, dass ich sehr interessiert bin an seiner Meinung und dann aber auch wirklich weiß, was den bewegt und nicht voraussetze oder unterstelle oder meine Sicht da versuche auf oder durchzudrücken. Also auch ganz einfache Themen, die möglich machen, anders in Beziehung miteinander zu treten. Auch cool, weil du es gerade sagtest, wir machen bei uns einmal in der Woche oder alle 2 Wochen Troika Consulting für offen, also für Personen einer bestimmten Rollengruppe sozusagen. Und heute Morgen war eben das so. Und da waren eben nicht ganz so viele da. Und die Leute, die da waren, haben gesagt, ja, ich habe eigentlich gar kein Problem, über das ich sprechen will. Und ich so, ja, aber lass uns doch über irgendwas sprechen, was dich heute Morgen in deiner Rolle beschäftigt. Und dann plötzlich, ich bin ja nur da, um mal zuzuhören, was hier so passiert. Und plötzlich sind wir dann aber trotzdem rein und ich habe gesagt, dann nehme ich halt ein Beispiel und ihr unterhaltet euch drüber. Und eben raus aus dieser Passivität rein in, hoppla, hier bin ich in der Mikrostruktur und ich muss plötzlich mitmachen, weil ich einfach per se eine Rolle hier drin habe. Das finde ich auch so enorm, ja. Genau das. Und ich kann mich nicht verstecken und kann sagen, ich höre halt mal zu. Ja, das habe ich neulich auch einer Freundin gesagt. Das habe ich in dem virtuellen Immersion-Workshop so gespürt. Die Schattenseite von Liberating Structures ist, dass jeder in seiner Eigenverantwortung eingefordert wird. Und das kennen wir oft gar nicht so. Also im physischen Raum, wir ziehen uns oft raus. Und im virtuellen, du landest in dieser Breakout-Session und da sitzt dann jemand und der hat wirklich ein Problem zu lösen, wie in einem Troika-Consulting oder der hat wirklich eine Frage oder der ist wirklich interessiert. Und man will die ja nicht alleine vor einem leeren Bildschirm sitzen lassen. Das wäre ja schrecklich und das würden wir alle nie machen, während wir im physischen Raum uns dann schnell irgendwie rausziehen so. Emotional ist das im virtuellen Raum dann nicht mehr so. Und wir sind auf einmal ganz präsent da, weil wir wissen, hey, ne, da sitzt eine andere Person, die hat wirkliche Interessen und Probleme und Fragen. Und ja, wie du schon meintest, da einfach zuzuhören und da zu sein. Ja, was mich auch noch fasziniert, ist, dass du mit den Strukturen es schaffen kannst, egal wie viele Menschen es sind, in einer festgelegten Zeit durch die Agenda zu kommen. Also wenn ich jetzt an übliches Schufixes denke, dann habe ich einen, der fängt mit einem Thema an und wir labern. Also vorhin die Leute haben schon gehört, ich habe was gegen Laberrunden und hier schaffen wir einfach mit festen Timeboxes eine Struktur und es spielt keine Rolle, ob es 3, 5 oder 100 Leute sind. Ne? Und das ist auch toll, vielleicht begeistern. Also mich begeistert das. Ich will mal hier, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe immer noch von Ja. dem Immersion-Workshop hier alles um mich rumgepflastert und dann weiß ich nicht, wir haben dann auch reflektiert mit diesem What, so what, now what. Also auch eine Methode einfach, da geht es mir nochmal um das Thema Reflexion. Also wie kommt man dann nach so vielem Gesagten dann zusammen? Da ist das auch so eine glaube du, gute Methode, einfach nochmal so die Fakten und Daten zusammenzutragen in einer aggregierten Form. Also eigentlich für alle Eventualitäten irgendwo eine Idee zusammenzukommen und gemeinsam etwas zu entwickeln, das Teilhabe ermöglicht, aber eben durch das Interesse auch irgendwo kitzelt, dabei zu sein. So ging es mir in dem Immersion-Workshop. Nun war das ja online und ich hatte die meistgrößte Herausforderung vielmehr in dem technischen Umgang mit Mural hatten wir, glaube ich, als Whiteboard. Aber selbst das war schon wieder eine Herausforderung im anderen Umgang mit dem Thema LS da trotzdem weiterzukommen und hat mir Spaß gemacht. Welche Strukturen fallen euch ein, mit denen ihr sofort in dem Meeting loslegen könntet, ohne Vorbereitung? Habt ihr sowas im Kopf? Chat Waterfall. Wir benutzen das radikal in Vorlesungen. Jetzt dürfen wir nicht weiterreden, Mensch. Habe ich nicht. Leider ein anderes Thema.
Anbetracht der Zeit am Unterbrechen. Ich habe hier auch noch im Chat die Frage. Wir werden, ich habe gepostet, dass wir werden ein klein wenig überziehen jetzt heute, genau. Wir möchten jetzt hier einen kleinen, im Sinne vom UX-Fischbowl machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung. Wir laden alle ein, sich auch wieder zu zeigen. Von den anderen kurz, genau, vielleicht ist das ein bisschen, gibt das ein bisschen Orientierung. Gedacht, die sind alle weg und wir reden noch eine Stunde oder so. Ihr habt jetzt wunderbare, schöne, tolle, bereichernde Inputs gegeben und da saßen jetzt Menschen um euch herum und die haben wahrscheinlich ganz viele Ideen dabei gehabt, da haben Sachen resoniert, sind Fragen aufgetaucht und wir laden jetzt alle ein, wieder in kleineren Gruppen, also ich glaube in Dreiergruppen, Katrin teilt das gerade ein, in Breakout-Räume zu gehen. Die noch dabei bleiben können. Jetzt habe ich gerade gesehen, Antje muss früher gehen, Alex muss gehen, Iris muss auch gehen. Schade. Genau, und alle, die noch Lust haben, laden wir ein, gemeinsam zu überlegen, was hat resoniert, was habt ihr vielleicht noch für Fragen und die dann mitzubringen und unseren Fischen nochmal als Futter vorzulegen. Oder wir haben das mit Doktoranden. Ich kenne doch dein Thema und dein Problem. Und nach einer halben Stunde Liberating Structures weiß man, oh, das Problem hat sich verändert. Oder die Lösungsansätze. Also, ja, das ist wirklich, da passiert ganz viel. Auch ja, nicht nur auf konzeptueller Ebene, sondern auch auf Ebene von den Beziehungen zwischen den Menschen. Ja, genau. Eins fällt mir dabei ein, es bedarf aber schon den Mut, einfach auch mal genau aus der Box rauszuspringen. Also wir haben das mit Kundenworkshops gemacht und da habe ich mich am Anfang auch gefragt, kannst du das bringen? Gehen die das mit? Ja, und man muss dann wirklich den Mut haben, einfach sagen, wir machen das jetzt und dann auch sagen, macht bitte mit und dann plötzlich kann man dann vom Feedback auch wirklich sehen, dass das dann funktioniert und auch Spaß macht. Ja, Mut. Ich wollte auch das Wort in den Mund nehmen, weil ich muss mutig sein, weil ich gehe anders miteinander um. Und ich weiß gar nicht, warum wir uns angewöhnt haben, in vielen, vielen Teams über etwas zu reden, ohne dass wir wirklich wissen, was der Einzelne ehrlich darüber denkt. Es interessiert uns überhaupt nicht, weil wir haben alle eine vorgebildete Meinung, weil jeder hat seine Sicht auf die Welt. Aber sie interessiert uns nicht wirklich. Und für mich ist Liberating Structure eigentlich eine ehrliche Form der Kommunikation, Interessenbekundung und die Chance, überhaupt erstmal seine Sicht, seine Meinung einzubringen. Und natürlich sind wir das nicht gewohnt und das braucht Mut. Deswegen sind da die Tools, die Mikrostrukturen geeignet, das einfach erlebbar durchzustehen, weil Kommunikation einfach erzeugt wird. Ich kann mich nicht wehren. Und das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Michael, Felix und Ortwin. Vielen Dank für dieses spontane ins kalte Wasser springen und fürs Teilen. Und ich gebe jetzt nochmal an Anja weiter. Wir runden jetzt noch diese Session ab mit einem kleinen Schluss, bevor sozusagen alle sich an die Bar stürzen dürfen oder uns mit Fragen löchern. Und wir beantworten auch gerne noch den Rest der Fragen, die noch im Chat aufgetaucht sind.